Sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie heute im Rahmen des Internationalen Museumstages und freue mich, Ihnen in den kommenden 40 Minuten eine kurze Einführung in das altägyptische Seetfest geben zu dürfen. Das altägyptische Seetfest ist das wichtigste königliche Regenerationsfest, das von den frühesten Epochen der ägyptischen Kultur bis in die römische Periode hinein anhand zahlreicher Quellen belegt ist. Das Ägyptische Museum hier in München besitzt tatsächlich einige Reliefblöcke aus dem Sonnenheiligtum des Nusairiye. Nusairiye bzw. die Reliefzyklen aus seinem Heiligtum sind tatsächlich die wichtigsten, ja, szenischen Darstellungen neben dem Seetfestzyklus von Amenophis III. Und ebenfalls von Osorkon II., die uns Einblick geben, wie tatsächlich das altägyptische Seetfest aufgebaut war. Die Blöcke, die hier im Ägyptischen Museum sind und die Sie unter anderem im Raum Pharao selbst betrachten können, kamen über den Ägyptologen Friedrich Wilhelm Freiherr von Bissing ins Ägyptische Museum. Von Bissing hat das Sonnenheiligtum des Nusairiye in Abu Ghraib von 1898 bis 1901 ausgegraben und im Rahmen der Fundteilung konnten eben einige der Blöcke hier ans Museum kommen. Das ägyptische Seetfest ist insbesondere für eine Szene, die Sie auch hier auf der Folie sehen, bekannt, nämlich der König im Seetfestornat, wie er auch in seiner Kapelle thront. Nun, der ägyptische Pharao bzw. der König im Festgeschehen dient insbesondere der Repräsentation seiner königlichen Macht, der königlichen Herrschaft. Es geht in diesen ganzen, ja, Darstellungen um die Erneuerung, um die Bestätigung seiner Legitimation, insbesondere im Kontext der ägyptischen Götter. Das heißt, dass der König in der Regel immer persönlich, öffentlich im Rahmen von Prozessionen erscheint und landesweit eben im Mittelpunkt sämtlicher, ja, Festivitäten steht. Die Grundidee des ägyptischen Seetfestes ist es nun, den König, ja, in eine Art neue Lebensform, neue Seinsform zu bringen. Man redet hier von sogenannten Übergangsriten, die Rite de Passage. Das bedeutet, dass der König sich von einer Lebensform in eine klar definierte andere begibt. Er erlebt sozusagen einschneidende Veränderungen. Diese Veränderungen betreffen insbesondere den Zustand des Königs und dort sind anhand der Quellen vor allem folgende, ja, Rite de Passage oder Übergänge festzuhalten. Wir haben natürlich die königliche Geburt, wir haben die Beschneidung des Königs, seine Geschlechtsreife und insbesondere auch wichtig, auch im Kontext des Seetfestes, seine Krönung und natürlich auch der Tod des Herrschers. Nun zur Bedeutung des Begriffes Seet bzw. Seetfest. Auf Altägyptisch lautet der Name eben Hepset, Fest des Seet. Und man ist bis heute in der, ja, Erforschung des Seetfestes noch nicht übereingekommen, was nun das Wort Seet tatsächlich bedeutet. Einige möchten darin den Schakalsgott Seet sehen, andere wiederum einen Tierschwanz und wiederum andere Kollegen möchten darin einen Namen für den ägyptischen, ja, Seetfestmantel eben sehen, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen werden. Man ist sich jedoch im Klaren darüber oder einig, dass es sich um das wichtigste königliche Regenerationsfest handelt und dass im Rahmen des Seetfestes eben folgende wichtige Etappen des Königtums wiederholt werden, nämlich die Thronbesteigung, dementsprechend seine Krönung, auch die rituelle Bestattung, der rituelle Tod des Herrschers, seine Selbstzeugung, seine Wiedergeburt und, wie eben schon gesagt, dann eben das, ja, die neue Intronisation, die Wiedergeburt des Herrschers. Ja, was gibt es denn für Regeln, um so ein Seetfest eben, ja, feiern zu können oder zu dürfen? In der Regel findet man in der Literatur, dass das Seetfest alle 30 Jahre zelebriert wurde. Tatsächlich ist die Sache aber nicht ganz so klar. Es gibt nur wenige Quellen, die Auskunft darüber geben. Wurde das Fest jährlich gefeiert oder tatsächlich nach Bedarf? Nach Bedarf wäre es, wenn der Herrscher beispielsweise, ja, vom Gesundheitszustand eine Regeneration benötigen würde. Wurde das Seetfest einfach 30 Jahre innerhalb der Regierungszeit eines Herrschers gefeiert?
oder einfach periodisch nach 30 Jahren, unabhängig vom König, der gerade auf dem Thron war, oder vielleicht sogar 30 Jahre nach Geburt des Königs. Letzten Endes wissen wir es für sehr viele Sedfeste nicht. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich Ihnen auch auf den folgenden Folien zeigen möchte, ist es, dass wir zwischen historischen Sedfesten und sogenannten ideellen Sedfesten oder Wünschen unterscheiden müssen. Generell stellt sich die Frage, wann denn ja historische Sedfeste auch gefeiert wurden. Wurden sie beispielsweise im Rahmen der Thronbesteigung zelebriert oder am Jahrestag der Thronbesteigung? Wurden sie eventuell mit dem Neujahrsfest beziehungsweise am Jahresanfang durchgeführt, oder war tatsächlich das Sedfest auch Bestandteil der tatsächlichen Bestattung des Königs? Kurz zur Quellenübersicht. Es gibt, wie ich schon erwähnt habe, zahlreiche Quellen vom Beginn der vor- und frühdynastischen Zeit bis in die römische Kaiserzeit. Und das ägyptische Sedfest war ein ganz wichtiger Bestandteil der Tempeldekoration, des Statuenprogramms der Tempel und insbesondere natürlich auch der Tempelarchitektur, wie ich Ihnen gleich zeigen möchte. Sedfestzyklen waren ein essentieller Bestandteil des Dekorationsprogramms, also der flachbildlichen Darstellungen, und wie gesagt gehören zu den wichtigsten Quellen des altägyptischen Sedfestes eben die Zyklen bzw. die Festdarstellungen des Königs Nusairé, wie Sie auch hier noch einmal ein Beispiel aus dem Ägyptischen Museum sehen. Ja, Gebäudekomplexe konnten als Bühne für das Sedfest errichtet werden. Es gibt zahlreiche rundplastische königliche Statuen, die den Herrscher im Sedfestmantel zeigen. Und darüber hinaus gibt es zahlreiche administrative Quellen wie Gefäßaufschriften, Siegelabrollungen, Felsinschriften und auch gewisse Eigennamen von Beamten oder Visieren oder Titel lassen eben auf historische Sedfeste schließen. Im Rahmen des Sedfestes konnten auch ganze Gebäudekomplexe errichtet werden und Obelisken aufgestellt werden. Ich möchte Ihnen im zweiten Teil meines Vortrages dann kurz den Djoser-Komplex vorstellen, der als Bühne des Sedfestes eben interpretiert wird. Und wie ich bereits erwähnt hatte, war das Sedfest ein essentieller Bestandteil der königlichen Anlagen in den Pyramidenkomplexen und in den Sonnenheiligtümern. Darüber hinaus gibt es natürlich auch die Nennung von anderen Sedfestanlagen, wie beispielsweise der Palast des Sedfestes oder die Halle des Sedfestes. Auch hier werden wir insbesondere dann für den Palast von Amenophis III. In Malkatta noch ein Beispiel sehen. Ja, das Errichten von Obelisken konnte ebenfalls im Rahmen des Sedfestes erfolgen, und sehr oft finden wir auch in den Inschriften auf den Obelisken einen direkten Bezug zum Sedfest. So können beispielsweise Wünsche, also Sedfestwünsche, dokumentiert sein oder auch die Nennung des ersten Sedfestes eben erfolgen. Ja, woran erkennt man nun, dass der altägyptische König sich gerade im Rahmen eines Rituals im Sedfest befindet? Nun, in der Regel kann man das anhand seines Ornats, seiner Kleidung ganz gut festmachen. Der ruhende, aber auch der stehende König trägt einen sogenannten Sedfestmantel. Bei diesem Mantel handelt es sich um ein Kleidungsstück, was in der Regel kurz oberhalb der Knie endet, manchmal auch etwas länger bis zu den Waden hinabreichen kann. Und eine besondere Eigenschaft dieses Sedfestmantels ist es, dass dieser im Nacken eben absteht, wie Sie es auch hier an dem Münchner Relief sehen können. Der Sedfestmantel ist eine Art Tuch, welches eben sehr eng den Körper, den Oberkörper des Königs bindet und auch seine Arme fest einhüllt. In der Regel trägt der König hierbei die Landeskronen, also die rote und die weiße Krone, und hat in der Hand entweder das Flagellum oder den Krummstab und das Waaszepter. Ja, Sedfeststatuen sind tatsächlich zahlreich belegt. Es gibt sie sowohl in kleinformatiger Ausführung, wie beispielsweise hier das Stück von Pepi dem I. aus dem Brooklyn Museum. Darüber hinaus können aber auch großformatige Statuen auch in den Tempelanlagen aufgestellt gewesen sein. Hier sehen Sie in der Mitte ein Beispiel von der Anlage Mentuhoteps II. Aus Deir al-Bahari.
Und auf der rechten Seite ebenfalls noch eine etwas großformatigere Statue von Amenophis II. Bzw. Ramses II. Sie sehen, der König ist hier in seiner statischen Form mit dem Sethfestmantel bekleidet. Natürlich muss er diesen auch in besonderen Anlässen oder für besondere Rituale ablegen, denn der König muss im Rahmen des Sethfestes auch ja seine physische Kraft und Stärke demonstrieren. Er muss den rituellen Sethfestlauf zelebrieren und hierfür trägt er eben nicht den einengenden Sethfestmantel, sondern tatsächlich den etwas praktischeren königlichen Schurz. Ja, zu den historischen Sethfesten. Hierfür können tatsächlich zwei Quellen herangezogen werden. Also für zwei Könige haben wir historische Sethfeste belegt. Das sind zum einen drei Sethfeste für Amenophis III. Sowie 14 Sethfeste für Ramses II. Nun, wie machen wir historische Sethfeste nun wirklich in den Quellen fest? Wir haben zeitgenössische Inschriften, das können Vermerke für die Vorbereitung des Festes sein oder auch Briefe. Wir haben Gefäßaufschriften über ja, Güter, die geliefert wurden, über materielle Lieferungen. Unter anderem eine sehr ergiebige Quelle war der Palast von Malkatta von Amenophis III., wo wir dokumentiert haben, dass Bier, Wein, Honig, Fleisch und noch viele andere Güter im Rahmen des Sethfestes geliefert wurden. Wir haben hohe Staatsbeamte, die im Rahmen des Sethfestes eingebunden werden, wie den Leiter des Sethfestes von Amenophis III. Wir haben eine exakte Datierung der Feste auf den Tag genau. Und des Weiteren können auch diese tatsächlich historischen Sethfeste in die königliche Titulatur aufgenommen worden sein. Nun, ganz deutlich davon zu unterscheiden sind natürlich die ideellen Wünsche, die symbolische Szenen, die das Sethfest thematisieren, aber nicht als tatsächlich historische Ereignisse gelten können. In der Regel wird der König, wie hier beispielsweise Sethos I. aus dem Karnak-Areal, in der Regel wird dem König eben durch die Gottheit Hepset-Zeichen überreicht bzw. dargebracht. Und in den Texten finden wir dann Ausdrücke wie das Feiern von Millionen von Sethfesten oder auch der Wunsch, dass der König Sethfeste bestehend aus Hunderttausenden von Jahren wie der Sand der Ufer eben feiern kann. Nun zum rituellen Ablauf der Sethfeste. Wie ist das Sethfest nun aufgebaut? Auch hier muss man gleich vorweg sagen, dass die genaue Anzahl der Etappen und die genaue Abfolge eigentlich unklar ist. Viele der Quellen, die wir haben, sind nur fragmentarisch erhalten und wir haben tatsächlich nur einen Bruchteil der tatsächlichen ursprünglichen Rituale greifbar. Es gibt natürlich lokale Variationen, das heißt das Sethfest, welches wir im Raum von Theben dokumentiert haben, unterscheidet sich in den Abläufen leicht von Sethfesten, die wir aus der Delta-Region erhalten haben. Und natürlich haben auch über die Epochen die einzelnen Episoden einen Wandel erfahren. Eine sehr schöne Quelle, anhand derer wir zumindest die wichtigsten Etappen des Sethfestes greifen können, ist erneut das Sethfest des Nusairiyye aus Abu Ghurab. Und ich möchte Ihnen weitestgehend anhand dieser Sethfestzyklen kurz den Aufbau erklären. Nun, vor der sogenannten Anfangsprozession gibt es einführende Rituale, einleitende Handlungen. Hierbei wird unter anderem der König in Form einer Statue bestattet. Vielleicht handelt es sich hierbei um diese Sethfeststatuen, die ich Ihnen im Vorfeld gezeigt habe. Und im Anschluss an dieser Bestattung wird der König in der Regel bei sogenannten Gründungszeremonien gezeigt. Was sind Gründungszeremonien? Der König kann unter anderem gerade ein Gründungsdepot, wie Sie es links unten sehen, eben ja herrichten. Der König kann mit verschiedenen Gottheiten das Stricknetz aufspannen, also die ersten handwerklichen Griffe eben tätigen für einen Bau eines Gebäudes im Rahmen des Sethfestes. Und wie Sie hier an dem Fragment aus dem Münchner Museum eben sehen können, wird der König gerade hier beim Herstellen von Ziegeln bzw. beim Ziegelstreichen abgebildet. Nun, dem folgt dann eine Anfangsprozession und die sogenannte Löwenmöbelszene.
Diese Löwenmöbelszene ist eine sehr wichtige Etappe im Seetfest, denn der König nimmt auf diesem Löwenbett Platz und wird sozusagen wiedergeboren, er regeneriert sich selbst. Solch ein Löwenbett ist uns ja aus dem Grab des Tutanchamun gut bekannt. Es war Teil der Grabausstattung des Königs und auch hier wird einfach deutlich, wie eng ja der rituelle Tod oder vielleicht sogar der tatsächliche Tod des Königs mit dem Seetfest auch verbunden war. Denn auch hier für das Grab des Tutanchamun kann man sich eben vorstellen, dass der König sich auf diesem Löwenbett eben regeneriert hat bzw. wiedergeboren wurde. Ja, dem folgt nun eigentlich einer der wichtigsten Schritte im altägyptischen Seetfest, beziehungsweise das, was für den König relevant ist, nämlich seine Krönung, die erneute Thronbesteigung und eben diverse Huldigungen. Auch hier habe ich Ihnen als Beispiel eine Darstellung mitgebracht, die den König zeigt, hier im Detail auf der rechten Seite, wie er gerade von zwei Göttern die ober- und die unterägyptische Krone ja aufgesetzt bekommen hat und er hält auch schon seine Herrschaftsinsignien, den Krummstab und den Wedel in der Hand. Ja, nachdem der König nun den Thron erneut bestiegen hat, geht er nun auf Visite und besucht die wichtigsten Götterkapellen. Je nachdem, wo die Seetfestzyklen abgebildet sind, handelt es sich dann natürlich um lokale Götter, die ja eben abgebildet werden unter anderem. Und wie bereits erwähnt, muss er dann auch noch seinen rituellen Lauf vollführen, um seinen Herrschaftsanspruch wirklich zu legitimieren und physisch zu zeigen, dass er die Kraft hat, weiter zu regieren. Der König ist natürlich im Rahmen des Seetfestes auch ja dabei, den Göttern zu opfern und Viehvorführungen eben im Rahmen der einzelnen Tempel durchzuführen. Und ich habe Ihnen jetzt hier ein anderes Beispiel mitgebracht. Sie sehen hier eine Szene auf der rechten Seite, die Osorkon II. In seiner sogenannten Seetfesthalle darstellt. Und Sie sehen, wie Osorkon gerade verschiedenen Götteremblemen opfert, darunter eben auch eine Schakalstandarte. Nun, eine weitere wichtige Etappe innerhalb der Seetfestzyklen ist dann die sogenannte Sänftenprozession. Der König wird im Rahmen seiner Sänfte von einer Kapelle zur nächsten gebracht, beziehungsweise auch aus dem Palast herausgehend in dieser Sänftenprozession eben dargestellt. Hier gibt es sehr schöne Beispiele, insbesondere von Echnaton Amenophis IV., wo auch das Ägyptische Museum, wie ich Ihnen gleich zeigen werde, einige Talatatblöcke eben besitzt. Ja, wer ist nun an dem altägyptischen Seetfest beteiligt, abgesehen vom König und diversen Göttern? Nun, wir haben die königliche Familie. Insbesondere die Ehepartnerinnen, die Königinnen. Hier sehen Sie unter anderem ein Beispiel, wo wir auch Reliefblöcke hier im Ägyptischen Museum haben. Und natürlich weitere hochrangige Mitglieder der Hofgesellschaft. Militärische Truppen können ebenfalls an diesem Seetfest teilnehmen. Und natürlich diverse Musiker und Tänzerinnen sowie eventuell sogar die breite Öffentlichkeit entlang der Prozessionswege. Ich möchte Ihnen nun im zweiten und letzten Teil meines Vortrages einen kurzen chronologischen Überblick der wichtigsten erhaltenen Quellen präsentieren. Die Vorläufer des ägyptischen Seetfestes, wie wir es insbesondere dann seit dem Alten Reich kennen, sind bereits in der vor- und frühdynastischen Zeit greifbar. Tatsächlich spricht man mittlerweile von Vorläufern im sogenannten Jubilee Cycle. Das ist eine szenische Darstellung, die ab dem 4. Jahrtausend vor Christus unter anderem auf Felswandbildern im Süden Ägyptens, aber auch hier am Beispiel von Grab 100 in Hierakonpolis greifbar ist. Sie sehen hier verschiedene Boote, verschiedene Aktionen, eine szenische Darstellung, die unter anderem auch die Wiedergabe des Herrschers unter anderem in einer Art Seetfesttracht beinhaltet. Und so ist es durchaus legitim, in diesen ersten bildlichen, komplexeren Darstellungen der ägyptischen Kultur eine Art Vorläufer bzw. ja eine Art des sogenannten Seetfestes eben zu sehen.
Deutlicher greifbarer haben wir dann einige Jahrhunderte später die Darstellungen auf den sogenannten Prunkpaletten und Prunkkeulenköpfen. Hier als Beispiel der Keulenkopf des Narmeher aus Hierakonpolis. Wir sind jetzt circa 3000 vor Christus und hier ist anhand der Ikonografie oder der Motive eindeutig klar, wir haben den altägyptischen König in seinem Setfestmantel in der sogenannten Setfestkapelle thronend. Und was Sie hier in den Darstellungen sehen können, ist das, was dann auch später bei Djoser und Nusairy aufgegriffen wird, aber dann in einer viel ausgearbeiteteren Weise wiedergegeben wurde. Ja, besonders spannend für das altägyptische Setfest ist natürlich auch der Djoser-Komplex in Saqqara. Wir befinden uns jetzt hier ca. 2650 vor Christus. Wie wir anhand dieser steinernen Totenkultanlage feststellen können, wurde das Setfest oder sollte das Setfest auch im Jenseits zelebriert bzw. ständig wiederholt werden. Ich habe es bereits erwähnt, seit dem Alten Reich ist das Setfest eben ein ganz wichtiges Dekorationselement in den königlichen Totenkultanlagen bzw. den Sonnenheiligtümern. Man kann tatsächlich sagen, dass diese Anlagen auch Bühnen für das Durchführen des Setfestes waren. Nun, was ich Ihnen hier auf der Folie zum einen zeigen möchte, sind die sogenannten in Stein umgesetzten Setfestkapellen des Setfesthofes. Und wir werden auch gleich sehen, dass sich im vorderen Bereich, also vor der Djoser-Pyramide, im großen offenen Hof auch die Laufmale befinden, um die der König im Rahmen seines Setfestes herumlaufen muss. Nun, was haben wir aus dem Djoser-Komplex? Tatsächlich gibt es 6 sehr schöne Szenen auf Paneelen, die in den unterirdischen Anlagen abgebildet sind, sich beziehungsweise erhalten haben. Und Sie kennen bestimmt die berühmten Fayence-Kacheln aus dem Djoser-Komplex, die auch hier im Ägyptischen Museum zu betrachten sind. Sie sehen anhand dieser Paneele, anhand dieser Darstellungen den König in 2 wesentlichen Etappen des Setfestes. Zum einen wieder der rituelle Setfestlauf, zum anderen wie der König eben auch statisch vor den Kapellen eben stehen kann. Nun, das, was wir jetzt hier im Flachbild dargestellt haben, wurde dann tatsächlich auch in der Architektur umgesetzt. Ich gehe erneut auf die Folie, die ich Ihnen bereits gezeigt habe. Der tatsächliche Setfestlauf wurde hier innerhalb der tatsächlichen Architektur im Rahmen hier dieser Hofanlage durchgeführt. Sie sehen die Laufmale, die auch hier markiert sind, um die der König eben herumlaufen musste, um seinen Herrschaftsanspruch eben ja zu legitimieren. Und Sie sehen auch erneut die in Stein umgesetzten Kapellen, die wir ja bereits aus den flachbildlichen Darstellungen aus den Untergrundanlagen gesehen haben. Ja, wie bereits schon erwähnt, gehört natürlich die große und die kleine Festdarstellung des Nusairis zu den wichtigsten Quellen für das altägyptische Setfest. Diese stammen aus dem Sonnenheiligtum des Königs, welches sich in Abu Ghurab befindet und datiert ca. 2440 vor Christus. Das Ägyptische Museum besitzt neben den Reliefs natürlich auch diese einzigartige Doppelstatue des Königs, die Sie auch hier in der Ausstellung betrachten können. Ja, wo befinden sich nun diese Festdarstellungen? Wir haben zum einen die große Festdarstellung, die hier in Rot markiert sich im südlichen Korridor befunden hat und auch umlaufend um den Obelisken angebracht wurde. Es gibt dann noch die kleine Festdarstellungen, die hier grün markiert in der sogenannten Kapelle angebracht war. Ja, so ähnlich wie die Anlage des Djoser aus Saqqara, kann man sagen, dass die Szenen des Setfestes auch ihr Äquivalent in der Architektur des Sonnenheiligtums des Nusairy finden. So haben wir in der Architektur unter anderem den Altar dargestellt, das Sonnenboot, diverse Magazine, auch die Schlachthäuser, all die Elemente, die tatsächlich auch inhaltlich im Rahmen des Setfestes eine wichtige Rolle spielen. Ja, ich möchte nun mit Ihnen einen kleinen Sprung machen und mit Ihnen ins Neue Reich gehen, in die 18. Dynastie, wo wir uns nun in Kürze das historische Setfest von Amenophis III. Etwas näher anschauen wollen.
Es gibt tatsächlich zahlreiche Quellen für die historischen Seetfeste Amenophis III. Die meisten stammen aus der Region von Theben, so im Luxor-Tempel, an seinem Tempel im Kumel-Hetan, des Weiteren in dem Palastareal von Malkatta und auch im Grab des Cheruef. Cheruef war der Seetfestleiter von Amenophis III. Und war eben dafür zuständig, wie Amenophis III. Es auch explizit wünschte, das Seetfest nach alten historischen Vorbildern für den König zu organisieren. Sie sehen nun hier eine Rekonstruktion des Palastareals von Malkatta sowie auch eine Grundrisszeichnung des Ganzen. Und dieses Palastareal von Malkatta wurde ja für das 30. Regierungsjahr von Amenophis III. Fertiggestellt und soll tatsächlich Austragungsort seines Seetfestes um 1360 vor Christus gewesen sein. Das Ägyptische Museum besitzt unter anderem aus Malkatta eben auch diese bemalten Fußbodenfragmente. Nun, was wissen wir nun aus dem Palastareal von Malkatta bezüglich der Seetfeste? Es gibt hunderte von Krugaufschriften, die eben drei Seetfeste des Königs nun belegen. Zum einen sein erstes Seetfest im 29. bzw. 30. Regierungsjahr, sein zweites Seetfest im 34. Regierungsjahr und sein drittes Seetfest im 37., 38. Regierungsjahr. Und Sie sehen auch, was die Krugaufschriften uns eben mitteilen, welche Güter für das Seetfest nun ja gelagert bzw. hergestellt wurden. Malkatta ist insbesondere auch für die sogenannte blaue Festkeramik auch bekannt. Sie sehen hier ein vollständiges Gefäß aus dem Metropolitan Museum und zahlreiche Fragmente aus dem Ägyptischen Museum in München. Nun, das Besondere am Seetfest von Amenophis III. Ist nun tatsächlich, dass dieser einen ganzen künstlichen See hat anlegen lassen, um eine wichtige Etappe des Seetfestes auch ja faktisch szenisch durchspielen zu können. Amenophis hat einen künstlichen See bei seinem Palast anlegen lassen. Dieser See wird in der Regel als Birket Habu bezeichnet. Und wir haben diesen See nicht nur archäologisch dokumentiert, sondern er ist auch in der Darstellung im Grab des Cheruef belegt. Sie sehen hier die Szene, wo der König auf einer Barke eben gerade über diesen See fährt im Rahmen eines Rituals. Und das ist tatsächlich ein fast einzigartiges Element im Rahmen des Seetfestes, welches wir hier eben eigentlich nur für Amenophis III. Belegt haben. Ja, auch sein Sohn Echnaton, Amenophis IV., hat tatsächlich im Karnak-Areal, im Aton-Tempel, sehr ausführliche Szenen des Seetfestes auf Talatatblöcken eben wiedergegeben. Und trotz dieses sehr fragmentarischen Erhaltungszustandes können größere inhaltliche Szenenmotive rekonstruiert werden. Sie sehen hier erneut die Talatatblöcke aus dem Ägyptischen Museum in München, die eben im Rahmen des Seetfestes dekoriert wurden. Ja, ein sehr wichtiges Element im Rahmen des Seetfestes von Amenophis IV. Sind die sogenannten Korbsänftenprozessionen, wie Sie auch hier noch einmal das Beispiel sehen. Ja, für die weiteren Epochen gibt es tatsächlich nicht sehr viele größere aussagekräftige Belege für das altägyptische Seetfest. Erst unter Osorkon II. Mit seiner Seetfesthalle in Bubastis circa 860 vor Christus haben wir wieder einen größeren Seetfestzyklus dargestellt. Osorkon II. Scheint für seine Seetfestdarstellungen unter anderem auf ältere Motive zurückgegriffen haben. Es gibt durchaus Parallelen mit den Seetfestdarstellungen von Amenophis III. In Soleb, sodass man sogar davon ausgehen kann, dass es sogenannte Musterbücher oder Seetfestvorlagen gab, die sich über Jahrhunderte erhalten haben, auf die die einzelnen Könige bei Bedarf dann eben zurückgreifen konnten. Sie sehen aber auch, dass sich an der Gestalt des Königs nicht sehr viel verändert über die Jahrhunderte. Er wird in der Regel weiterhin in diesem eng anliegenden Seetfestgewand dargestellt.
Ich möchte in diesem Rahmen noch das Tor des Apries erwähnen. Apries hat in seiner Palastanlage in Memphis um 589, 570 vor Christus ein Tor errichten lassen, welches ebenfalls mit Sedfest-Szenen dekoriert war. Das Besondere an diesen Szenen am Tor des Apries ist nun, dass diese scheinbar Kopien der Djoser-Reliefs, der Djoser-Paneele darstellen, die ich Ihnen im Vorfeld gezeigt habe. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir archäologisch im unteren Bereich der Djoser-Pyramide feststellen können, dass für diese Zeitepoche Besuche stattgefunden haben und dass sogar an den Djoser-Reliefs Abpausreste bzw. Gitternetze aus der Saitenzeit eben angebracht waren, sodass man davon ausgehen kann, dass Handwerker, Künstler, wer auch immer tatsächlich in die Djoser-Komplexe hinabsteigen konnten, diese Szenen kopiert haben und sie eventuell für das Tor des Apries eben wiederverwendet haben. Sie können aber auch sehen, dass sich an den Motiven auch weiterhin nicht sehr viel geändert hat. Wir haben hier noch einmal zwei Beispiele für die Szenen aus dem Memphis-Tor, aus dem Tor des Apries, die sich heute auch im Metropolitan Museum befinden. Und Sie sehen, der König wird wieder im Laufe oder im Rahmen seines Laufrituals abgebildet, sowie auch wieder stehend vor den Kapellen. Nun, für die späteren Epochen, insbesondere dann auch für die griechisch-römische Zeit, nehmen die großen, komplexen Sedfestdarstellungen ab, aber das Sedfest wird im Rahmen weiterer Festdarstellungen oder königlicher Darstellungen eben integriert. Ich habe Ihnen hier noch ein Beispiel mitgebracht von Dareios I. aus dem Hibis-Tempel, ca. 500 vor Christus, und Sie können sehen, wir haben den König im rituellen Lauf, im rituellen Sedfestlauf, jedoch unter anderem mit anderen Szenen kombiniert, so wie beispielsweise Elemente aus dem Soka-Fest, denn Sie sehen auf der rechten Seite den König, wie er die Soka-Barke gerade zieht. Nun, wenn wir das Ganze kurz zusammenfassen wollen, so haben die Quellen nun deutlich gezeigt, dass das Sedfest natürlich in die lokalen Gegebenheiten eingebunden war. Wir sprechen hier von der lokalen Kulttopographie. Das Sedfest war über viele Jahrhunderte, viele Jahrtausende ein zentrales Element in den Darstellungen der altägyptischen Tempel und wurde dann eben schrittweise mit anderen Festen kombiniert. So finden wir das Sedfest oder Motive des Sedfestes unter anderem im sogenannten Tal- und Opet-Fest, im Min- und Soka-Fest und natürlich auch mit dem Neujahrsfest kombiniert. Das altägyptische Sedfest, hier noch einmal ein Beispiel aus der Regierungszeit der Hatschepsut von ihrer sogenannten Chapelle Rouge, wo sie im vorderen Bildelement Sedfeststatuen auf einem Boot stehen sehen oder sitzen sehen, wie diese im Rahmen des Talfestes auch nach Der el-Bahari übersetzen. Eben dieses Sedfest ist ein sehr wichtiges Element im Rahmen der königlichen Geburt, der Thronbesteigung und der Krönung, wird auch im Rahmen der Siegesfeste, der Militärsiegesfeste thematisiert und war letzten Endes auch Bestandteil der königlichen Bestattung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.